Guten Tag, hier spricht euer Peter, Gaming und wir spielen weiter Assassin's Creed Syndicate mit Evie und Jacob frei. Sorry Leute, dass ich jetzt die letzte Folge ein bisschen zu kurz war, aber ich wollte das finale Showdown in einer Folge durchmachen. Das ist vielleicht besser, finde, aber jetzt geht's los, Leute. Das finale Showdown. Los geht's, auf geht's und los geht's. Falls du Zeit hast. Oh, gut, du bist hier. Seiner Hoheit ist heute Morgen wohl der Übermut zu Kopf gestiegen. Sie hatten recht, als ich sagte, das wäre unsere Chance. Hatte ich. Wir veranstalten einen Tumult und locken die Templer von der Ostindien-Kompanie aus der Reserve. Was wollt ihr tun? Euch in die Schusslinie stellen? Ich muss eine Botschaft erfüllen. Das alles ist erst vorbei, wenn wir ihn herauslocken können. Ich muss das einfach erlecken. Sorge für einen Tumult, die mischen sie ein bisschen. Okay, machen wir mal. Ich hab gehört, ihr Templer seid ein Haufen Schwächlinge. Was ist los? So, abgeräumt. Au, das tat so gut. Bitte, verschon mich! Du musst Ellsworth eine Nachricht überbringen. Ich tu, was du sagst. Sag ihm, er soll mich heute Nacht am Friedhof von Lambeth treffen. Und er soll allein kommen. Oh, was war denn das gerade nur wieder? Wir treffen uns am Friedhof von Lambert. Der kommt nicht allein. Er ist recht nicht, wenn ich darum bitte. Ich kann mich da drüben sehen. Du solltest uns entkommen, nicht wahr? Geht mir verdammt nochmal aus dem Weg. Konzentrier. Komm da oben runter. Wir müssen abhauen, Alter. Ich schieße mein Loch in den Kopf. Ich schieße dich einfach da auf. Bis ich dahin muss. So, dann können wir gleich unsere Sache wieder aufführen, Leute. Das ist am besten. Das beste Angebot. Einen angenehmen Tag noch. Mit Evie reden. Ah, da geht's weiter, Alter. Ich hab mich gerade gewundert. Mit Evie reden? Okay. Ich bin mal richtig gespannt, was das für ein Final Showdown wird, Leute. Hoffen wir mal das Beste, Leute. Das war wahrlich mal ein Tumult. Er ist verrückt geworden. Greeny hatte recht. Nicht verrückt, Jacob. Er nimmt Dinge in die Hand. Er will Gutes tun. Ach, vergiss es. Ich übernehme das ab hier. Ah ja, ah, okay. Ich hätte gerade sowieso Lust auf eins. Okay, ah ja, klar. Er ist jetzt unter die Biertrinker gegangen, Jacob. Fein, oder Leute? Denkt mal jetzt ein bisschen.
Ich hätte Jacob erwartet. Bin jedoch froh, dass Sie gekommen sind. Er glaubt, ihr seid verrückt. Vermutlich hat er recht. Wie lautet der Plan? Ich bat Brinley, mich hier allein zu treffen. Aber natürlich hat er eine kleine Armee geschickt, um die Umgebung zu sichern. Beseitigen Sie sie und treffen Sie mich dann hier wieder. Wenn Brinley hier eintrifft, ist es okay, nicht, los dass geht's. Ich mit ihm alleine bin. Verstanden. Oh, Scheibenkleister. Auf den müssen wir, wenn der weggeht. Oh ne. Leben kommst du hier nicht? Was machst du denn hier? Warum kann man hier kein... Ich verstehe nicht, warum man die Dinger nicht kaputt machen kann, sabotieren. Komisch. Das war kurz und sehr schmerzhaft. Haltet euch nicht zurück. Bringt sie einfach um. Finde ich jetzt komisch irgendwie. Dass man jetzt keine sabotieren können. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber naja. Dann machen wir hier schnell einen Prozess. Und dann haben wir die 20 Templer eliminiert. Alles, aber jetzt geht's aber richtig zügig. Jetzt aber echt zügig das Spiel.
wird mir sicher helfen. Vielen Dank. Er ist hier. Ich muss mit ihm reden. Seid nicht albern, das ist gefährlich. Miss Fry, das ist etwas, was ich tun muss. Und zwar unbedingt allein. Bleiben Sie hier. Er darf Sie auf keinen Fall hier entdecken. Ihr könnt mir nicht für immer entkommen, Eure Hoheit. Kommt raus und... Ich hatte Sie doch gebeten, allein zu kommen. Ich bin nicht mehr so einfältig, wie ich es einst war. Edward, hören Sie. Ich habe genug gehört. Wir haben ein Problem. Stoppen Sie! Einer ist nicht weg. Alter, Mann. Alter, was geht denn jetzt ab, Leute? Nein, tun Sie das nicht! Er wird euch töten! Dafür wurde ich hergeschickt. Bring es zu Ende. Ich verfolge weiter meine Mission. Das werde ich nicht zulassen. Die Logans, die Kompanie, alle wollen euch tot sehen. Ob ihr nun Gnade walten lasst oder mich beseitigt, dem für euch vorherbestimmten Schicksalen kommt ihr nicht. Es scheint, sie verstehen nichts von Indien, von seinem Volk. Aber sie töten. Das kann ich einfach nicht tun. Dann wäre ich keinen dort besser als die verfluchte repressive Kompanie, für die sie arbeiten. Ihr werdet sterben, wie ihr gelebt habt, Singh. Ihr werdet nie mehr sein als eine Trophäe des Krieges. Ihr werdet euer Grab finden in englischer Erde. Wow. Was ist das? Oh Mann. Sie haben mir viel Gutes getan. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Wir haben gern geholfen. Ich fürchte nur, dass ich auf diese Weise nicht weitermachen kann. Der Weg der Assassinen ist nicht der meine, so hilfreich sie auch war. Das Empire, dieses Land, mein Volk. Es geht um so viel mehr als Leben und Tod. Ich weiß jetzt, dass ich mein Leben diesem Anliegen widmen muss, um Indien, meine Heimat, deinem Volk wieder zurückzugeben. Es ist ein langer, entbehrungsreicher Weg, doch ich muss ihn gehen, selbst wenn er zu meinem Tod führen sollte. Verstehe, Eure Hoheit. Falls ihr doch... Danke, Assassinen. Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege nie wieder. Alter, Mann, oh Mann, das war ja eine... Ein finale Showdown, was man echt nicht gedacht hat, Leute. Das hat man echt nämlich gedacht. So, Leute, schauen wir uns hier um. Aber es sieht so aus, Leute, das war die letzte Folge, Leute. Alter Schwede, was waren das für Missionen, Leute? Aber ich gehe. Es waren echt gute Missionen, Leute. Muss man sagen, von Sie.
am Anfang noch ein bisschen so langsam, ein bisschen ruhig gewesen und dann, Leute, zum Schluss wurde es nochmal richtig spannend. Ich sage, Leute, das waren echt gute DLCs und das war ja auch so ein bisschen DLC, Leute, aber es ist echt nicht schlecht gemacht worden, Leute. Alter, das Spiel war richtig nice gemacht. So, jetzt gucken wir noch ein bisschen die Datenbänke noch mal kurz uns an. Gegner. Alter, hier können wir unsere ganze Gegner uns noch mal angucken. Alter, das waren alle Gegner. Oh, Alter, das waren so viele Gegner, wo man zum Beispiel Maxwell, Alter, die Pearl, Philipp, Alter. Rupes, das waren Gegner von uns. Und die ganzen Sachen, die wir gepackt haben, das war echt nicht schlecht, Leute. Muss man echt sagen. Nicht schlecht. Das ist auch ein schöner, nochmal ein schöner Mu-Alle, aber schon heftig. Muss man echt sagen, Leute, das Spiel war nicht schlecht gemacht, finde ich. Alle, Mann, das war wirklich ein schönes Spiel, ein schönes Finale. Schaut da noch. Boah. So, Leute, jetzt gucken wir da uns noch mal im neblichen, in der neblichen. Danke. So, Leute, lass mal noch ein bisschen Eevee, ein bisschen hier in London noch mit dem Zugbild fahren. Somit, Leute, war das die letzte Folge von Assassin's Creed Syndicate. Erst das Hauptspiel, dann die beiden DLC. Oh, Alter, nicht schlecht, Leute. Aber, Leute, ich hoffe, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Hoffe ich, dass ich das gefallen habe. Und dann ab danach wieder, ja, ich weiß nicht genau, was als nächste Woche, nächste Tage oder wie es weitergeht, Leute. Was für nächstes Let's Play kommt, bin ich mir noch nicht sicher. Ihr werdet es sehen. Aber euer Peter Gaming sagt somit tschüss, bis dann und Peachy. Bis demnächst.